Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wie beim letzten Mal versprochen, bin ich hier zur Brücke, zum Orkfriedhof hingelaufen, zu dem Ort, wo wir hin müssen, haha. Den Ort hat uns Talas das letzte Mal gezeigt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Talas war. Die letzte Aufnahme ist schon viel zu lange her. Ja, wie auch immer, ich habe auf jeden Fall auch das Breitschwert gekauft. Ja, man sieht ein bisschen besser als unser altes Schwert. Sieht zwar nicht besonders spektakulär aus, aber das muss es ja auch nicht. Tja, und soll ich euch mal was verraten? Das hier ist bei weitem nicht der erste Versuch dieser Aufnahme, den ich unternehme. Ich glaube, das ist jetzt der 6. oder 7. und irgendwie geht immer irgendetwas schief. Ich hoffe mal, dass das jetzt in dieser Aufnahme gut laufen wird. Denn ich möchte gerne auch mal weiterkommen und nicht immer wieder hier diese Stelle spielen. Tja, naja, ich kann euch ja gleich mal im Verlaufe des Orkfriedhofs ein bisschen erzählen, was passiert ist, falls euch das überhaupt interessiert. Ich weiß es nicht genau. Aber jetzt wollen wir erstmal hier weitergehen und da sehen wir eine neue Gegnerart, die wir noch nicht kennen. Und zwar die Beißer. Tja, und soll ich euch was verraten? Gegen den Feuerball haben die nicht wirklich viel entgegenzubringen. Also wenn ich ihn voll auflade, dann bringt ein Feuerball einen Beißer um. Und das werde ich jetzt einfach mal nutzen, um die hier von der Ferne einfach mal so wegzuschießen. Und die anderen scheint es auch irgendwie nicht zu stören, dass ihre Herdengenossen... Nennt man das eine Herde bei Beißern? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das normalerweise bei Raubtieren nennt. Also man sagt ja auch nicht eine Herde Löwen. Ein Rudel? Ist es vielleicht ein Rudelbeißer? Wobei, bei den Löwen bin ich mir dann auch nicht sicher, ob es ein Rudel ist. Keine Ahnung. Wie auch immer. Die Beißer sind jedenfalls Geschichte. Und es hat sie nicht gestört, dass die anderen draufgegangen sind. Und da vorne haben wir einen anderen neuen Gegner, und zwar einen Ork. Ich gehe jetzt mal hier schon ein Stückchen zurück. Wobei der uns vermutlich gleich sehen wird. Auch wenn ich hier zurückgehe. Ein Orkjäger. Man sieht, er kommt näher ran, denn jetzt habe ich ihn im Visier. Ja, dann wollen wir uns ihm einfach mal stellen. Ja, in den letzten Aufnahmen gab es ja auch so einen kleinen Bug, wenn ich ihn mit einem Feuerball beschossen habe. Oha, jetzt ging der Feuerball einfach mal glatt durch. Okay, dann rüsten wir mal auf das Schwert um. Diesen Bug meinte ich eigentlich nicht. Aber egal, wir kommen auch so mit dem Ork ganz gut klar. Er hat leider nichts weiter bei sich, aber eine Orkwaffe, ein Kruschwarok, ja, macht jetzt nicht so viel Schaden. Vor allem, es ist eine Zweihandwaffe, so einen hatten wir, glaube ich, bisher noch nie. Kann ich mal ausrüsten, euch zeigen. Ja, das ist der einzige Angriff, den wir damit machen können, da wir mit Zweihandwaffen einfach nicht ausgebildet sind. Und das lohnt sich halt einfach nicht für uns. Ich meine, das kostet sehr viele Lernpunkte und als Magier können wir das sowieso nicht lernen. Aktuell, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das später können. Ob uns dann noch eine Möglichkeit gegeben wird, aber selbst wenn wir es könnten, es kostet viele Lernpunkte und Zweihandwaffen sind halt langsamer als Einhandwaffen. Und da wir uns sowieso ein bisschen auf unsere Magie verlassen wollen, bleiben wir einfach bei Einhandwaffen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, ich werde jetzt mal zwischendrin speichern, denn eine Sache, die in den letzten Aufnahmen oftmals kaputt gegangen ist, ist, dass ich einfach das Spielfenster ganz klein gemacht habe und ich habe es nicht mehr größer bekommen. Das Spiel ist weitergelaufen, die Aufnahme ist auch weitergelaufen und hat alles wunderbar aufgenommen. Ich habe bloß nichts mehr gesehen und konnte dementsprechend nicht weiterspielen. Und deswegen, falls das passiert, werde ich die Aufnahme beenden und das Spiel neu starten und dann wieder bis zu dem Punkt spielen, wo die Aufnahme bzw. wo das Spiel halt gesagt hat, nö, hier geht's nicht weiter. Und damit ich halt nicht so viel neu spielen muss, ja, werde ich öfters mal zwischendrin speichern. Tja, das Ganze ist allerdings auch nur, weil ich mal wieder im Fenstermodus spielen muss. Denn... ja, schöne Aussicht hier. Ich mache einfach mal weiter, während ich erzähle. Denn hier im Orkfriedhof gibt es wieder das Problem, das wir auch schon in der alten Mine hatten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier den Bug wieder auslösen können. Moment, ich positioniere mich mal eben noch anders. Ah, er hat mich sowieso schon entdeckt. Na, ob das von der Zeit her ausreicht, bis er da ist? Ja, okay, der Bug ist nicht aufgetaucht. Jedenfalls haben wir das gleiche Problem wie in der alten Mine. Und zwar, dass halt gewisse Texturen wieder da sind, die unglaublich flackern im Vollbild, wenn ich mit meinem Aufnahmeprogramm aufnehme. Ja, wenn ich nicht aufnehme, ist alles normal, aber das bringt euch natürlich nichts. Deswegen muss ich im Fenstermodus spielen. Und das ist halt in Gothic, vor allem mit dem System Pack, was ich jetzt installiert habe,
nicht so wirklich stabil. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich an dem System Pack liegt oder ob es an Gothic selbst liegt. Keine Ahnung. Ich kann da jetzt auch nichts großartig gegen tun. Zumindest hat nichts funktioniert, was ich ausprobiert habe. Deswegen müssen wir damit einfach leben. Also, vor allem ich muss damit leben. Für euch ist es ja relativ egal. Aber, naja, wie auch immer. So, wir nähern uns mal hier dem Ortfriedhof. Ich sag schon wieder dem Ortfriedhof. Wir nähern uns dem Ork. Dem Ork. Na, egal. Ihr wisst, was ich meine. Oh, und da habe ich den Bug ausgelöst. Ja, irgendwie, die Orks frieren manchmal einfach ein, wenn man sie mit dem Feuerball abschießt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich weiß auch nicht genau, wie das ausgelöst wird. Also, es passiert ja nicht immer, wie wir bei den beiden Orks vorher gesehen haben. Beziehungsweise, na, eigentlich nur bei dem einen Ork vorher. Denn durch den ersten ist der einfach durchgegangen. Das zählt nicht so richtig. Aber eigentlich soll das nicht passieren. Manchmal sterben die Orks dann auch einfach. Also der ist dann jetzt hier, hat dann weitergekämpft, nachdem es vorbei war. Aber manchmal fallen die auch einfach um. Als ob denen der Feuerschaden irgendwie weiter Schaden zugefügt hätte. Und ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Keine Ahnung. So, ja, wir haben von da oben gesehen, dass hier unten gekämpft wurde. Der Ork gegen den Templer und der Ork hat anscheinend gewonnen. Und da ist mir das Spiel klein geworden. Ich hätte speichern sollen. Na gut, ich werde kurz die Aufnahme beenden und wir sehen uns hier beim Templer wieder. Also, bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Ich musste ja glücklicherweise nicht weit spielen seit dem letzten Speicherpunkt. Aber es ist trotzdem irgendwie nervig. Naja, wie auch immer. Wir sind hier vor dem Orkfriedhof. Ja, sehr beeindruckend hier mit diesem Totenschädel, der aus dem Fels geschlagen wurde. So ein bisschen so ein orkischer Mount Rushmore. Hm? Naja, also zumindest ein sehr minimalistischer orkischer Mount Rushmore. Irgendwie statt vier Köpfen gibt es nur einen. Und da geht es dann auch noch rein. Das ist schon ein bisschen anders. Naja. Jedenfalls ist da noch eine Tür vor. Also so wirklich rein geht es da auch nicht. Aber wir haben ja hier eine Winde. Und die betätigen wir einfach mal. Und dann sollte das Tor eigentlich aufgehen. Ja, es gibt hier so einen Bug in dem Spiel. Wenn man hier hinkommt, bevor man im dritten Kapitel ist, beziehungsweise bevor man die entsprechende Quest hat, ich bin mir nicht sicher, was da genau die Bedingung ist, dann kann man sich durchaus bis hierhin durchschlagen und kann die Winde betätigen. Dann kriegt man allerdings die Nachricht, dass die Winde festhängt. Tja, und wenn man dann normal weiterspielt und im Verlauf des Spiels hier hinkommt und in den Friedhof rein muss, dann kann es passieren, beziehungsweise dann passiert es, dass das Spiel dann sagt, nö, du hast die Winde doch schon betätigt, das geht nicht nochmal. Und dann hängt sie halt weiter fest und man kriegt das Tor gar nicht auf. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist, ja, versuchen sich irgendwie durchzuglitschen durch das Tor. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob es da irgendwelche Teleport-Cheats gibt oder so. Oder halt das Spiel neu anfangen. Das ist ziemlich frustrierend. Ja, und ihr seht hier schon, hier hängen wieder solche Spinnenweben rum. Und tja, die haben halt sehr stark geflackert und das wollte ich euch nicht antun. Deswegen spielen wir das im Fenstermodus mit komischen Absturzbugs. So. Aber wir werden ja nicht ewig hier drin bleiben. Das ist ja nur eine Etappe. Und danach geht's dann hoffentlich normal weiter. So. Da hinten habe ich noch einen weiteren Ork gesehen. Den möchte ich auch mal eben hier... Ach, den kümmert's gar nicht, dass wir hier ankommen. Sollen ja recht sein, dann können wir sie relativ schnell erledigen. Die haben halt alle auch leider nichts wirklich bei sich. Da steht einfach ein Templer rum. Das ist ein bisschen verbuggt. Der Ork, den ich gerade hier getötet habe, der sollte eigentlich diesen Templer umhauen. Deswegen... Das hat keiner gesehen. Hallo? Die jetzt einfach unverwundbar ist? Naja, egal. So. So soll das eigentlich sein. Das ist einfach... Der wurde halt von einem Ork umgehauen. Das waren wir nicht. Nein, nein, alles okay. Lalalalalala. Ja, das hat für uns auch jetzt keine negativen Konsequenzen oder so. Also, es werden nicht auf einmal alle aus dem Sumpflager ankommen und uns hassen, dafür, dass wir jetzt hier den Typen umgebracht haben. Und wie gesagt, er soll sowieso sterben. Also, so ist es vom Spiel zumindest vorgesehen. Und ich hätte ihn versuchen können anzureden, um euch zu zeigen, dass der auch keine sinnvollen Dialogoptionen für uns bietet. Und ja, das Spiel halt auch eigentlich gar nicht so richtig damit klarkommt, dass der noch am Leben ist. Naja, egal. Jetzt ist er tot, jetzt kann er in Frieden ruhen. So, ihr seht, wir haben hier überall solche Nischen in den Wänden.
Und das hier heißt ja nicht umsonst der Ork-Friedhof, oder wird so bezeichnet, denn wir können sehen, hier gibt es solche orkischen Mumien. Ja, sehen doch durchaus hübsch aus. Und wir können sie anvisieren, was bedeutet, wir können sie durchsuchen. Ja, wir können hier die ganzen Grabbeilagen klauen, uns als Grabräuber hier verdüngen. Verdüngen, heißt das richtig? Es gibt irgendein ein Wort mit düngen, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches da das Richtige ist. Das benutzt man eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich im Verdingen. Das war das Wort. Nicht verdüngen. Ja, ich verdünge mich hier. Ich verteile meinen Kompost auf dem Feld. Ich verdünge mich, ja. Auf dem falschen Feld, da wo ich nichts angepflanzt habe. Das ist dann verdüngen. Ja. So. Tja, wie auch immer, wir werden diese ganzen Mumien jetzt erstmal ausnehmen. Also ich meine, wenn die Orks vorher keinen Grund hatten, uns zu hassen, und sie haben uns ja sowieso so angegriffen, also haben sie ja offensichtlich irgendwie einen Grund, irgendwie gegen uns vorzugehen, dann haben sie auf jeden Fall jetzt einen. Wenn wir die ganzen Mumien ausnehmen. Wobei es scheinen ja keine hochrangigen Orks zu sein. Weil pro Nische sind irgendwie mehrere Mumien drin und das ist alles nicht wirklich verziert oder so. Es sind halt einfach nur, ja, so Nischen in den Wänden. Vielleicht sind das irgendwelche, das ist eine gute Frage, was das ist. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wieso die Ork-Gesellschaft hier aufgebaut ist. Bin mir sicher, oder ich kann, was heißt, ich bin mir sicher, ich kann mir denken, dass in Gothic 3 beispielsweise da noch ein bisschen mehr Licht drauf geworfen wird, wieso die gesellschaftlichen Strukturen der Orks sind. Aber das habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber, na, wer weiß, vielleicht haben die Orks ja verschiedene Kasten. Ich kann nicht mehr vorstellen, dass. Oh, es ist dunkel hier. Ich mach mal eben einen Lichtzauber. Dass es dann beispielsweise so eine Kriegerkaste gibt, die halt irgendwie bei den Orks hochgeschätzt werden, denn die Orks sind nun mal ein sehr kriegerisches Volk. Und dann kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass das hier Kriegergräber sind. Also, so wie die da sitzen. Wer weiß, wer weiß. Und vor allem bei dem, was sie dabei haben. Ich meine, keine Ahnung, bei Kriegergräbern könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwelche Schwerter und Rüstungen mit beigesetzt werden. Aber hier haben wir ja nur irgendwelche Tränke und Spruchrollen. Vielleicht waren das Ork-Gelehrte oder so? Ich weiß es nicht genau. Also ich denke nicht, dass es Orks-Sklaven sind. Ich glaube, die Orks versklaven nicht ihre eigenen. Oha, da war die Heilungsspruchrolle unsichtbar. Ihre eigenen Mannen. So, das war's. Ich glaube, die versklaven eher, wenn, dann Menschen. So die Menschen Orks versklaven oder so. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben einen Schalter. Den drücke ich einfach mal. Und man hört, da öffnet sich irgendwo was. Und zwar. Na, man kann es leider. Ah, doch, man hat es noch ein bisschen gesehen. Da unten ist das Gitter aufgegangen. Von dieser Nische. Das heißt, da können wir jetzt ran. Und es müsste auch noch für die Gitter da hinten entsprechende Knöpfe geben. Ich weiß bloß nicht genau wo. Vielleicht ja hier drin. Oder ich habe einen übersehen. Ja, hier sehe ich jedenfalls keinen. Aber diese Mumie hätte ich vermutlich übersehen, wenn ich keinen Lichtzauber angemacht hätte. Aber da ist sowieso nichts drin. Na, toll. Ah, wenigstens hier ist was drin. Tja, naja, ein weiteres Problem, was ich auch hatte bei meiner letzten Aufnahme, war, dass auf einmal meine Festplatte irgendwie Probleme gemacht hat. Ich habe nur noch sehr wenige Frames aufgenommen. Also das Spiel lief normal weiter, so wie es jetzt halt für mich auch läuft. Ich da unten schon hin. Ich möchte erstmal hier die Nische angucken. Aber auf die Festplatte wurden halt irgendwie nur so 2, 3 Frames die Sekunde geschrieben. Und das habe ich halt erst zu spät festgestellt. Und das Problem war dabei auch, dass zum einen sah es einfach furchtbar aus, weil es halt unglaublich geruckelt hat im Video dann. Und zum anderen wurden aber immer noch 30 Audio-Frames die Sekunde aufgenommen. Und dadurch wurde das Audio und Video einfach unglaublich asynchron und das konnte ich auch nicht beheben. Ging einfach nicht. Und es war halt echt ein bisschen doof. Deswegen konnte ich die ganze Aufnahme, also zumindest jetzt die letzte von den Fünfen oder Sechsen oder wie auch immer, die ich gemacht habe, konnte ich damit auch wieder in die Tonne kloppen. Und deswegen behalte ich jetzt so ein bisschen die
Frameszahl im Auge. Ich habe die bei mir oben links in der Ecke. Also zum einen die Frames, die das Spiel an sich hat, und zum anderen die auf die Platte geschrieben werden. Momentan sieht das noch ganz gut aus und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe keine Lust, das hier nochmal zu machen. Wirklich nicht. So, Moment, da hinten war aber kein Schalter drin, oder? Hier war nichts. Nee, okay. Aber wir haben da unten ja noch Nischen gehabt und vielleicht ist da noch ein Knopf drin. Ja, da oben kommt man nicht wirklich ran. Also wenn ich hier springe, das klappt nicht so richtig. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal geschafft, mich da hoch zu buggen, indem ich erst auf das hier drauf geklettert bin oder so und bin dann da oben rein, aber da ist auch nichts drin. Deswegen werde ich das jetzt nicht weiter versuchen, da reinzukommen. Stattdessen nehmen wir mal lieber die Mumien her auf. Also da sitzen nicht mal Mumien drin, da ist wirklich nichts. Zumindest soweit ich mich erinnere. Ich glaube, das war so. Ich bin mir relativ sicher, dass es so war. Und selbst wenn da was drin wäre, dann ist das nichts wirklich Besonderes. Also da ist es okay, wenn wir das verpassen. So. Hier ist aber auch kein Schalter drin. Irgendwo habe ich einen übersehen. Das ärgert mich jetzt. Den muss ich noch finden. Auch sehr interessant, dass hier menschliche Schädel noch drin liegen zu scheinen. Oder, ja. Oder es sind halt Schrumpfköpfe. Aber das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Dafür sind es ein bisschen viele. Da glaube ich eher, dass das menschliche Schädel sind. Dann würde es allerdings doch wieder zu Kriegerbegräbnissen passen. Wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, für die besiegten Gegner steht oder so. Ich weiß es nicht. So, mal wieder speichern hier, falls das Spiel sich entscheidet, dass es einfach nicht mehr weiter möchte. War ich hier schon drin? Hier war ich schon drin, oder? Ganz am Anfang. Hier habe ich angefangen. Ja, da im Hintergrund kann man Kampfgeräusche hören. Das ist okay so. Das kümmert mich jetzt erstmal noch nicht. Wo war denn der Schalter? Da hat unser Lichtzauber aufgehört. Irgendwie? Es ist auch jedes Mal das gleiche. Jedes Mal suche ich den blöden Schalter hierfür. Es gibt ihn auf jeden Fall. Die Frage ist bloß wo. In irgendeiner dieser Nischen. Moment, ich mache mir erstmal nochmal Licht. Falls ich dafür noch genug Mana habe. Aber das reicht gerade so aus. Oder? Ja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Dann wollen wir das doch aber auch mal nutzen. So, Moment. Also hier ist definitiv kein weiterer Schalter drin. So, was ist hier oben gewesen? Hier ist ebenfalls kein weiterer. So, dann gucken wir uns nochmal hier oben die Sachen an. Also ich meine, das wäre auch irgendwo hier auf dieser Seite gewesen. Aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also hier in der Nische, dieser Schalter da war für das Tor unter uns. Ja, den brauche ich nicht nochmal zu betätigen. Und hier ist anscheinend keiner drin. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich möchte jetzt auch nicht die gesamte Folge damit zubringen, hier nach diesem blöden Schalter zu suchen. Ich meine, ihr wollt ja sicherlich auch mal was Spannendes sehen, jetzt wo ich hier wieder eine Aufnahme habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der Schalter ist. Ach, wisst ihr was? Wir werden ja auch hier wieder raus müssen. Deswegen lasse ich die Gitter jetzt erstmal Gitter sein und werde das auf dem Rückweg mir angucken. Und stattdessen gehen wir jetzt erstmal hier weiter, schauen uns an, was die Orks so machen und wer da irgendwie am Kämpfen ist. Nein, nicht den Lichtzauber ausrüsten. Du sollst jetzt hier schon mit dem Schwert ein bisschen kämpfen. Ja, aber gegen die Orks könnte ich auch mal wieder ein bisschen mehr blocken, denke ich. Aber irgendwie habe ich das in Gothic nicht so richtig raus. Oh, zwei Orks. Ich hätte vielleicht Mana-Trank trinken sollen, dann hätte ich so ein bisschen mit dem Feuerball kämpfen können. Aber eigentlich klappt das ja mit dem Schwert auch ganz gut. Na, jetzt nicht hier drauf gehen, gegen den Orkspeer. Ja, wunderbar. Alles kein Problem. So. Ja, trotzdem könnte ich mal wieder so einen kleinen Heiltrank trinken hier. Ich meine, boah, wir haben auch 29 davon. Wir haben, glaube ich, gerade jede Menge in diesen Mumien gefunden.
dann wollen wir die auch mal nutzen. Ich meine, sie heilen halt nur 50 Lebenspunkte und je weiter wir kommen im Spiel, desto lächerlicher wird das auch. Deswegen sollte ich sie möglichst jetzt verbrauchen, da wo sich das noch einigermaßen lohnt. Wobei selbst jetzt heilt das ja nur noch einen geringen Anteil meiner Lebensenergie. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Allerdings hübsche Säulen hier mit den ganzen Runen drin. Das sind schon ein paar nette Details hier. Ich meine, klar, nicht mehr so hübsch wie einige Sachen, die man heutzutage findet in Spielen. Beziehungsweise wie eigentlich fast alles, was man heutzutage findet. Außer in irgendeinem Early Access Titel oder so. So, hier kämpft jemand gegen mehrere Orks und irgendwie keiner kriegt den anderen tot. Deswegen streiten wir da mal ein. Natürlich auf der Seite des Wals. Man hat gerade kurz schon seinen Namen gesehen. Und zwar ist das Malukor. So. Die Erfahrung ist unser. Da ist noch einer, der irgendwie aufs Maul möchte. Ja, nicht weggehen. Ach, du hast auf deinen Kollegen gewartet, hä? Ja, das finde ich gar nicht so gut hier. Na, na, lass mich da erstmal den umbringen. Danke. Das war jetzt hier, es war genug. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr. So. War's das? Anscheinend ja schon. Danke für deine Hilfe. Gerne. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Ey! Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich gehöre auch dem alten Lager an, ja? Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Machen wir doch. Aber erstmal nehmen wir die ganzen Ork-Waffen mit. Kruschwarok. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie klingonisch. Kruschwarok. Ich meine, ich habe zwar nicht wirklich Star Trek geguckt und ich kann auch bei weitem kein Klingonisch, aber man hat es ja schon mal gehört und irgendwie, ich finde, das klingt ähnlich. So. Speichern wir das natürlich nochmal. So. Drei Stollen. Wir haben den und diese zwei in der Seite und einer der hier sieht irgendwie so ein bisschen prunkvoller aus als die anderen beiden, deswegen nehmen wir erstmal die Nebengänge. Mal gucken erstmal, was wir hier überhaupt haben. Ein bisschen Mondschatten. Ich glaube, das ist aber leider nur ein Kraut, was Lebensenergie herstellt. Ich hätte gerne welche, die mein Mana regenerieren. Ja genau, Mondschatten. Lebensenergiebonus 24. Aber, naja, die gibt es leider nicht so häufig. Müssen wir vielleicht mal demnächst ein paar Mana-Tränke kaufen. Oh, ich blute auch ganz gut vor mich hin, sehe ich gerade. Dann nehmen wir doch einfach mal... Ja, nehmen wir doch einfach mal was von dem Mondschatten, was ich gerade gesammelt habe. Naja, es bringt es jetzt nicht wirklich, es dauert ein bisschen. Aber egal. Sparen wir uns Heiltränke. So, hier sind doch bestimmt noch mehr Orks. Jawohl, ich sehe schon einen. Ja, Balukor ist hier. Oh, da ist ja noch einer. Ich glaube, ich höre da rechts sogar noch einen weiteren. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme erstmal den hier vor. Ja, Balukor ist leider. Ja, das lief ganz gut. Balukor ist. Leider, ich glaube, das ist schon so das dritte Mal, dass ich den Satz anfange. Der ist im... Nein, nicht ihn angreifen. Der ist im Kampf leider ziemlich nutzlos. Vor allem, wenn er überhaupt mal mitkämpft. Ihr seht, jetzt gerade macht er gar nichts. Denkt sich einfach, ach, der Feuermagier, ne, kriegt das schon hin. Ja, kann ich mich zurücklehnen? Mach erstmal Pause. Ja. Oha, hallo. So, ich bin der Meinung, hier rechts wäre auch noch einer gewesen. Aber ich schalte erstmal den hier aus. Nicht, dass der mir dann im Rücken fällt. So,
Genau, da ist auch einer. Ach, den kümmert's aber gar nicht, dass ich hier seinen Kollegen abschlachte. Na, vielleicht hat er sich gedacht, das ist mein Rivale, ist ganz gut, wenn er weg ist. Da muss ich mich nicht drum kümmern, habe ich bessere Chancen, aber ha, weit gefehlt. Du bist selber draufgegangen. Das hat wohl nicht so geklappt, wie du es dir gedacht hast. So. Aber es hat für mich ganz gut geklappt und da bin ich ganz froh drüber. Ja, auch nicht wirklich viel Lebensenergie verloren. Wir sind halt wirklich so ein Kampfmagier. Kein klassischer Magier, der nur mit Feuerbällen um sich wirft. Wobei, was heißt ein klassischer Magier? Wenn man sich so Magier in beispielsweise Dungeons and Dragons anguckt, irgendwie im 3-5-System oder dann in Pathfinder, die können halt in den ersten paar Leveln nicht wirklich viel. Ey, was ist jetzt los? Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ach so, ja. Guck ich mir an. Also was heißt, die können nicht viel. Die können halt irgendwie sprühende Farben oder so und halt damit ihre Teamkameraden unterstützen. Aber sie können halt alleine nicht viel. Alleine gehen die unglaublich schnell drauf. Und tja, in Gothic ist es halt andersrum. Wir sind erst Kämpfer und werden jetzt so langsam Magier. Und das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Also dafür werden die Magier in... Oh, da ist ein Schalter. In Dungeons and Dragons dann natürlich mit späteren Leveln unglaublich mächtig und können richtig auf die Kacke hauen. Aber für den Anfang... Aha, da war gerade irgendwie ein Texturfehler hier. Ja, da hat man wieder... Da ist es einfach schwarz. So, was haben wir denn hier? Ich brauche erstmal wieder ein bisschen Mana hier. Ich möchte nämlich wieder den Lichtzauber machen. Mir ist das hier alles zu dunkel. Wahrscheinlich habe ich auch noch Fackeln dabei, aber der Lichtzauber ist da irgendwie angenehmer. Einfach, weil ich dabei auch kämpfen kann. So, wir haben einen Trank... Ein Kruschpach. Das klingt auch wieder wie klingonisch. Schauen wir uns das mal näher an. Kruschpach, ja, auch eine zweihändige Waffe. 50 statt 45 Schaden. Aber immer noch schlechter als unser Breitschwert. So, eine Pergamenthälfte. Schauen wir uns die doch mal näher an. Da. Ein Teil eines uralten Pergaments. Das untere Ende scheint abgerissen worden zu sein. Diese Schrift ähnelt den Runen an den Wänden dieser Höhle sehr. Na gut, das passiert, wenn wir versuchen, sie zu lesen. Machen sie auf und stecken sie sofort wieder weg. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nur weil ich dich kurz gehauen habe? Tut mir leid, ich wollte den Ork anvisieren, aber irgendwie standst du im Weg. Und du hast ja auch nichts gemacht, um mir zu helfen, ja? Also hier, stell dich mal nicht so an, bitte. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Tja, vielleicht in dem anderen Gang? Schauen wir uns das doch mal näher an. Ich glaube, da sind doch gar keine Orks mehr drin. Die sind gerade eben einfach hier rausgelaufen gekommen, als wir da oben Balukur gerettet haben. Na, vielleicht noch am Ende einer. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Tja... Oh, aber was mich sehr freut, dass wir vorhin das Level abbekommen haben, da habe ich gar nichts zu gesagt. Das heißt, wir haben jetzt 30 Lernpunkte. Damit können wir den vierten Kreis der Magie lernen und auch endlich die Feuersturmzauberrune nutzen. Das wird sicherlich ziemlich gut für die Zukunft. So, hier müssen wir ein klein bisschen aufpassen, das ist ein Loch im Boden und da unten liegen tote Orks rum. Das liegt daran, dass da unten der Raum ist, in dem wir gerade eben drin waren. Also es bringt mir auch nichts, jetzt hier runter zu springen. Außer ich möchte den ganzen Weg nochmal laufen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen bleiben wir einfach hier oben. So, was haben wir denn hier? Rostiges Bastardschwert. Hier sind einige anscheinend umgekommen. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, ich war schon dabei zu gucken, als du mich unterbrochen hast. Vielleicht guckst du auch selber einfach mal hier. Amateure. So. Ja, da haben wir wieder einen weiteren Teil dieser Pergamentrolle. Beziehungsweise der Hälfte, wie auch immer. Genau, und hier scheint halt das obere Ende abgerissen worden zu sein. Und der Rest vom Text ist gleich. Deswegen gehen wir das einfach mal bei Balukur und gucken, was bei rumkommt. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Das ist schlecht.
Naja, wir haben ja noch einen dritten Stollen, in den wir reingehen können. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal dahin und schauen uns an, was uns dort erwartet. Kommst du auch hinterher? Jawohl. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Na gut. Ja, ich würde sagen, bisher lief es ganz stabil. Also bis auf das eine Mal, dass ich halt nochmal laden und das Spiel neu starten musste. Also andersrum. Neu starten, dann neu laden. Und ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter herausfordern. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen was gemacht, ein bisschen was geschafft. Deswegen würde ich sagen, beende ich die Folge hier erstmal. Und bin froh, dass das jetzt endlich geklappt hat mit dieser Aufnahme. Jetzt kann es hoffentlich auch mal öfter weitergehen. Ja, ich weiß, das sage ich jedes Mal und dann dauert es doch wieder 2 Monate, bis das nächste Video kommt. Es tut mir leid. Also, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so klingt, aber ehrlich, es tut mir leid, dass es so lange dauert, aber irgendwie kommt mir immer irgendwas dazwischen. Naja, vielleicht ändert sich das ja in Zukunft wieder. Ich hoffe es auf jeden Fall. Naja, wie auch immer, ich möchte nicht weiter um den heißen Brei herumreden, vor allem bevor jetzt wieder irgendwas passiert. Deswegen würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.